In diesem Video schauen wir uns an, wie man einen VoIP2JSM-Account richtig in eine Fritzbox einfügt. Hier im Beispiel haben wir die Fritzbox 7490. Und das erste, was man macht, ist das Webinterface der Fritzbox aufrufen. Das geht entweder über fritz.box oder über die IP, die die Fritzbox hat. Die gebe ich einfach im Browser ein und komme dann auf das Interface von der Fritzbox. Im nächsten Schritt klicke ich hier links im Menü auf Telefonie und hier unten auf eigene Rufnummern. Wenn noch nichts eingerichtet ist, ist hier diese Liste leer. Und wenn wir jetzt VoIP2JSM einrichten wollen, dann klicke ich hier auf neue Rufnummer. So, und jetzt werde ich nach der Rufnummer für die Anmeldung gefragt. Wer jetzt bei VoIP2JSM eine Festnetznummer hat, kann die hier eintragen. Man braucht ja keine bei VoIP2JSM. Dementsprechend kann man hier auch, was weiß ich, seine Handynummer eintragen. Das ist ein Freifeld, das wird nicht weiter benötigt. In dem Fall haben wir eine Rufnummer. Ich bin jetzt hier im VoIP2JSM-Account drin, in den muss man sich auch einloggen. Dann klicke ich hier oben auf Rufnummern und hier sehe ich dann meine Rufnummer. Die kann ich rauskopieren, aber hier Vorsicht, ich nehme mal die 49 vorne nicht mit. Das ist ja die Vorwahl für Deutschland, sondern kopiere hier die Nummer rein und setze eine 0 davor. Das ist die kompatibelste Einstellung für die Fritzbox. Und die gleiche Nummer übernehme ich auch in diesem Feld. Und jetzt werden wir nach Benutzername, Kennwort und Registrar gefragt. Also der Benutzername, den sehen wir hier, wenn wir auf Anschlüsse klicken. Diese 10.15.01, das ist die SIP-ID, die brauchen wir. Die kopiere ich mir immer raus, kopiere sie hier rein. Das gleiche machen wir mit dem Passwort. Und der Registrar, ein recht sperriger Begriff, aber damit ist der Server gemeint. Den finde ich raus, indem ich hier bei VoIP2JSM mal zurück auf die Startseite gehe. Die habe ich hier noch offen. Und hier unter Informationen, SIP-Konfiguration. Hier kann ich mir dann zum Beispiel die Fritzbox direkt auswählen. Und hier steht dann der Registrar. Das ist der Server von VoIP2JSM. Den kann ich auch hier rein kopieren. Und hier unten die Einstellung lasse ich jetzt erstmal und gehe hier auf Weiter. Dann werden die Daten nochmal angezeigt. Das bestätige ich nochmal mit Weiter. Und jetzt wird unten die Verbindung getestet. Schlussendlich war das jetzt alles erfolgreich. Ich gehe nochmal auf Weiter. So, jetzt wird die Nummer angezeigt. Status ist grün. Könnte also alles in Ordnung sein, aber eine Kleinigkeit müssen wir noch ändern. Deshalb gehe ich hier hinten nochmal auf den Editier-Button. Und gehe nochmal hier unten in die Einstellungen. Und bei der Rufnummernübermittlung wähle ich hier Rufnummer im Display-Namen. Ansonsten könnt ihr euch hier an den Einstellungen orientieren.